Was? Das ist der Baby Freeze. Das ist der Baby Freeze. Okay? Yeah. Because of you, I'm never alone. Ja, das waren halt die beiden Freeze. Das waren die einfachsten, okay. Genau. Das, ja, wollte, ich glaube, wenn ich anfange zu tanzen, gehen alle Zuschauer weg. Vielleicht zeigt uns ihr vorher noch so coole Sachen und dann zeigt ihr mir einfache Sachen. Dann könnt ihr euch komplett mal ein bisschen abrocken und sagen, wo die Messlatte ist und dann komme ich ins Spiel. Die Musik ein bisschen lauter bitte, sonst kann der Herr nicht tanzen. Yo. Das ist Top Rocks. Jetzt macht der Power Moves, wo viel gedreht wird und Geschwindigkeit vor allem wichtig ist. Das sind Styles. Noch mehr Styles. Und ein Freeze, ein Air Freeze war das. Das musst du gleich alles nachmachen. Das sind, ja, Top Rocks. Das sind Schritte, die macht man oben. Nee, das sind deine eigenen Styles schon. Bei Breakdance geht es darum, dass man eigene Sachen, sich eigene Sachen ausdenkt. Kreativ sein. Yo, okay. Ja. sehr gut. Ja, mein Problem ist natürlich jetzt, dass ich euch nicht irgendwie schlecht dastehen lassen will. Ich kann einen Putzelbaum, können wir jetzt machen. Na, zeig mir was, also was Baby Freeze war. Den Baby Freeze machen wir nicht, sondern nur... Den Turtle Freeze. Den Turtle Freeze. Genau, Turtle Freeze. Also ich müsste jetzt hier... Okay, jetzt müssen wir gerade bleiben. Ja. Genau, versuche ihn halt neben dem Bauchnabel halt zu schnappen. Kleiner. Und jetzt hoch. Ja. Ich bin jetzt schon raus. Ja. Also ich konnte mal... das. Das könnte, dann könnte der Rizzo-Freeze sein. Es gibt auch sowas Ähnliches. Also so. Ja. das ist jetzt der neue Rizzo-Freeze. Könnt ihr das auch? Ah, den gut. Kann man auch kombinieren. Den kann man auch noch kombinieren. Ja. Das könnte man. Okay, das ist jetzt die. Ich zeige euch was. Was ich gerne machen möchte, und ihr zeigt, wie es geht. Also ich würde jetzt gerne können, deswegen habe ich mir das gerade hier wie so ein Cowboy umgeschnallt, weil ich... Also ich möchte halt dieses... Yeah! So, also ihr werdet jetzt mein Stuntman, ne? Also in einem Kinofilm würde ich jetzt sagen, yes, I can do this, und dann kommt ihr. Ja, also eigentlich musst du versuchen, das dann bei. Genau, immer schön das Bein durchschwingen. Der Move nennt sich Coffee Mill. Ja. Und der wird meistens halt auch als Eingang in Freezes dann benutzt. Zeig mal, wie du zum Beispiel in deinen Freeze reingehst. Okay, zeig mal nochmal. Okay. Yeah. Genau. Because of you, I'm never alone. Ja. Also man kann halt auch verschiedene Freezes kombinieren. Selbstverständlich. Das war ja Coffee Mill. Ja, genau. Ich bin ja eher so der Espresso-Trinker. Wahrscheinlich kann ich das, ist das bei mir ein bisschen kürzer. Krass. Wir hatten vorhin getestet, ihr könnt Spagat. Müsst ihr euch, wie wärmt ihr euch auf? Wie trainiert ihr? Also, wenn wir uns aufwärmen, wärmen wir uns meistens eigentlich mehr erstmal mit Top Rocks da auf. Ja. Willst du das mal zeigen? Du nimmst mal ein bisschen Luft. Was sind Top Rocks? Oder haben wir die schon gesehen? Die haben wir schon eben gesehen, ja. Okay, damit. Ja, damit wärmen wir uns auf und dann meistens geht es danach ins dynamische Dehnen. Ey, Peter, wäre das für dich ein Sport? Auf jeden Fall. Ja, danach machen wir dynamisches Dehnen, das sieht meistens so aus. Dynamisches Dehnen. Wenn man eine Wand hat, okay. Macht man meistens eine halbe Stunde oder so. Okay. Ja.
Ja, ich weiß, will das Studio doch was von mir sehen? Muss ich noch irgendwas machen? Also ja. Ich würde jetzt, also was wollt ihr sehen? Also ich kann nichts. Backflip. Nochmal den Turtle? Die Sau. Ich muss irgendwas mal mit Bewegung machen. Was wollte ich vorhin machen? Coffee Mill. Coffee Mill? Heißt das, dass du irgendwas. Achso, dass man dynamisch. Ah, das ist schön, genau. Dann können wir, ihr seid ja Actionstars, okay. Ihr könnt das ja dann euch nachschneiden. Also ich würde jetzt, achso, eigentlich im Grunde so. Das ist der italienische Espresso, jetzt müsst ihr mich drehen. Mehr auf die Schultern? Ja, Schultern? Ja. MyVideo Rush Hour. Montag, Dienstag, 18 Uhr. Live und exklusiv auf myvideo.de.